Ja, hallo, jetzt ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und in der Nähe von München. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Endlich wieder da, so einer langen Reise. War sehr schön, schon mal geguckt, ob es noch Schnee gibt auf der Welt. Es gibt noch Schnee, herrlich, und schon mal angesnowboardet. Und gesportet und vieles andere. Ja, aber jetzt bin ich wieder da. Und genau, freue mich natürlich da auf diejenigen, die ich dann sehe, auf der Liebeship-Party, die ja jetzt bald ist. Und heute ist der letzte Tag, wollte ich noch sagen, wo man für meine zum Follower-Price hier einsteigen kann in meinem Kurs Spiritualität und ein heiß geiles Leben, der da im Dezember rauskommt. Link packe ich mal unten rein dann. Und ja, und genau, es gibt bis zum Ende der Woche gibt es die Ausbildung zum Leadership Coach noch vergünstigt. Gut, aber jetzt endlich mal wieder eine ganz normale E-Mail-Frage hier. Es geht offensichtlich um zwei Studenten hier und die Frage, was mache ich jetzt? Kann es dann noch weitergehen? Wir sitzen immer gemeinsam in Lerngruppen und so weiter. Ja. Hallo. Hallo Christian, ich habe eine Frage zu meiner Ex-Freundin. Wir hatten eine hochtoxische Beziehung, die wir bei einem gegenseitigen Einvernehmen beendet haben. Erstmal, good job, das zu erkennen dann. Wir waren 4 Monate zusammen und haben uns geliebt. Ja, also ich sag mal so, in hochtoxischen Beziehungen, wie viel Liebe es da wirklich gibt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es da keine Liebe gibt, aber vor allem gibt es da Hormone und Chaos und Drama und hin und her und man redet sich das häufig so ein bisschen ein, dass da so viel Liebe gegeben hätte. Also wenn es die gegeben hätte, so wahnsinnig viel, wärt ihr wahrscheinlich noch zusammen. Ne? Also wir haben uns geliebt, ich tue es noch immer, wollten zusammenziehen und Kinder. Gut, ja, schön, aber genau, also ja, also kein, also gerade in diesen Beziehungen gibt es ja diese Mega-Chemie und man will sofort nach Timbuktu ziehen zusammen. Aber gut, dass das jetzt nicht unbedingt ein Zeichen ist, dass das jetzt so mega gesund ist. Aber es ist unter Umständen ein Zeichen dafür, ja, dass ihr euch über den Weg laufen solltet und dass es eine Aufgabe für euch beide gibt, die jetzt nicht unbedingt innerhalb der Beziehung liegen muss. Und dass es scheinbar so sein sollte, ne? Dass ihr zusammentrefft. Und wir haben uns extrem gestritten. Ja, okay. Wir hatten nach der Trennung immer wieder Kontakt und unglaublich tolle Momente. Oh, ja, also wenn ihr euch trennt, dann müsst ihr euch auch trennen, ne? Ich meine, wenn ihr euch dann wieder seht, das ist keine Trennung, ne? Also, ich meine, könnt ihr machen. Ist ja auch 4 Monate, ist ja auch nicht lang. Das, also wenn ihr euch nach 4 Monaten getrennt habt, dann war es wahrscheinlich echt richtig dramamäßig, vermute ich mal. Und ja, er ist natürlich jetzt der ganze Hormoncocktail, der damit einhergeht. Und ja, klar, und wenn ihr jetzt dieses heiß-kalt on-off weitermacht, was es ja im Grunde genommen heißt, wenn ihr weiter Kontakt habt, natürlich gibt es dann da wieder tolle Momente, aber es ändert ja nichts daran, dass ihr scheinbar nicht kompatibel seid, ne? Ich sagte ihr, dass ich keine Freundschaft möchte. Also wenn ihr Freundschaft hättet, hättet ihr keine hochtoxische Beziehung gehabt. Ja. Und mit ihr daten will. Ja, gut, das ist jetzt schon wieder völlig unlogisch. Ich meine, weißt du selber, ne? Einerseits sagst du, wir haben uns getrennt und dann sagst du, du willst weiter daten. Hättet ihr euch auch nicht trennen brauchen, ne? Sie sagte mir, dass sie mich liebe, sexuell anziehend finde und mich als Mensch toll finde. Wow, das ist schrecklich, wenn man sowas hören muss, aber sie keine, aber sie keine Beziehung möchte. Also, sag mal ganz ehrlich, was willst du mit einer Frau, die so einen Kram erzählt? Also, sie liebt dich, sie findet dich sexuell gut, sie findet dich als Mensch gut, aber sie möchte keine Beziehung. Das ist so völlig irrsinnig. Das ist, also, als wenn ich sagen würde,
Mein Lieblingsgericht ist Pizza, Salami. Ich habe gerade mega Hunger. Ich habe irgendwie einen halben Tag nichts gegessen. Vor mir liegt eine schön dampfende Pizza Salami, aber ich möchte sie nicht essen. Ja, das macht richtig Sinn, ne? So. Gut, aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum es toxisch war, dass sie, ja, also ich meine, du bist natürlich auch nicht so ganz klar, was du willst, aber sie garantiert nicht, ne? Ich brach den Kontakt ab, als sie einen neuen Freund hatte. Ja, das ist dann was passiert dann, ne? Aber ja, gut. Okay, 2 Monate nach unserer Trennung. Kurz danach postete sie mit ihm ein Kussbild. Das hat mir richtig wehgetan. Ja, aber ich meine, ihr seid getrennt. Sie kann machen, was sie will. Und wenn sie Barack Obama datet, also, sie kann machen, was sie will, ne? Und das ist ja, warum ich immer sage, kein Kontakt und keine Informationen. Man will das einfach alles nicht mehr sehen dann, ne? Weil es weh tut. Leider müssen wir in einer kleinen Gruppe in der Hochschule zusammenarbeiten und können uns nicht aus dem Weg gehen. Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob ihr das könnt oder nicht. Also meine Erfahrung ist mit vielen Klienten, dass sie doch mehr können, als sie sich selber eingestehen. Also geht das wirklich nicht. Und selbst wenn ihr es wirklich partout nicht könnt, ändert das nichts an der Dynamik, dass ihr dann völlig sachlichen Kontakt haben solltet und nicht flirten oder. Weil die Frage ist ja immer bei ihr jetzt, ist ja die Frage, wie bei ganz vielen Mails, die ich kriege, sucht sie wirklich diese Bestätigung, ist sie so ein bisschen bestätigungssüchtig und dann solltest du dem nicht zuspielen, so, ne? Ja. So, kommen wir wieder Kontakt, wegen der Kleingruppenarbeit, weil meine alten Gefühle wieder da. Ja, das ist wenig verwunderlich. Auch sie investiert wieder massiv darin, dass wir Zeit miteinander verbringen. Ja, aber sie investiert meiner Ansicht nach nur darin, dass du ihr wieder Bestätigung gibst, weil wenn sie wirklich in eure Beziehung investieren würde, dann würde sie nicht so einen Kram erzählen und würde nicht jemand anders daten, ne? Also red dir das nicht ein. Lass dich da nicht irgendwie lovebomben, ne? Wir waren zusammen essen und ich hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass ich keine Freundschaft möchte. Ja, dann solltest du auch nicht mit ihr essen gehen. Also wirklich, du musst dich jetzt echt entscheiden, willst du sie wieder haben, was ich dir glaube ich nicht empfehlen kann, aber gut, musst du wissen. Dann würde ich sagen, hey, lass uns daten, ne? Lass uns ein Date machen. Oder du sagst, es tut mir nicht gut, dann würde ich auch nicht mit dir essen gehen. Ne? Da musst du jetzt mal klare Kante ziehen hier, ne? Sie fragte mich, wann wir uns dann treffen. Ja, okay, der Punkt geht an sie. Ja, gut, da hat sie vollkommen recht. Ich sagte ihr, dass ich das nicht weiß. Doch natürlich weißt du das. Du willst sie einfach nicht verlieren und stehst nicht hundertprozentig hinter der Trennung. Und ja, da musst du mal überlegen, was du jetzt willst, ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, ich will sie nicht und ich will sie doch. Da bist du hin und her. Ne? Sie sagte, dass sie dachte, dass ich doch Freundschaft möchte. Ja, ich glaube, sie will aber auch nicht wirklich Freundschaft. Sie will einfach, dass du weiter sie hot findest und ja, und dass sie diese Bestätigung da bekommt. Ich glaube, das vermute ich mal, will sie aber. Just saying. So, dass sie dachte, dass ich noch Freundschaft möchte. Einen Tag vor dieser Aussage hatte ich ihr das Gegenteil gesagt. Ja, aber du verhältst dich aber auch anders, ne? Ja. Ihr neuer Freund war nie Thema zwischen uns. Oh Gott, das fehlt auch noch. Ja, oh Gott, dass sie noch anhören muss, wie sie mit ihm schläft. Ja, super. Wir treffen uns erst wieder seit einer Woche. Also hier übrigens auch nochmal, willst du wirklich eine Frau daten, die einen neuen Freund hat und sich weiter mit dem Alten auf diese Art trifft? Also, da will ich auch mal drüber nachdenken. Ne? Das wird ja gar nicht benannt in dieser E-Mail. Sie investiert viel in unsere Treffen. Ja, wie gesagt, sie will, ich glaube, sie will Bestätigung einfach. Fängt immer wieder an, Signale zu senden. Romantisch. Oh. Ja, es ist ein toxisches Dreieck. Es ist schon wieder diese elenden, toxischen Dreiecke. Und spiel dieses blöde Spiel doch nicht mit. Echt.
gesteht auch, dass sie es schade findet, dass unsere Beziehung nicht funktioniert hat. Ja, aber sie datet jemand anders. Also nochmal, und sie ist nicht loyal zu diesem jemand anders. Und dann wird sie, also das Gleiche, denke ich, würde sie mit dir machen, ne? Macht sie ja auf eine Art schon, ne? Also gut, ihr habt euch jetzt sauber getrennt, aber gut. Wie soll ich das verstehen? Ist ihr Freund ein Rebound, also eine Trostbeziehung? Ja, also ich glaube, ich wollte nicht ihr Freund sein, so wie sie Freunde behandelt. Aber it's not your business. Also sie kann machen, was sie will. Ihr seid getrennt. Ne? Und wie das für den jetzt ist, ja, das geht jetzt mal über diese Mail hinaus. Aber willst du wirklich, wirklich diese Frau daten? Okay, sie ist bestimmt hot und charmant und hat den Kopf verdreht, aber guck hin, ne? Will sie mehr oder hält sie mich nur warm? Ja, ich denke Letzteres. Ne? Aber wie gesagt, das ist, ich glaube nicht, dass sie sich das jetzt so ausdenkt. Das ist halt, wie sie ist. Das ist so, wie sie tickt, ne? Also, es ist nicht ihre Schuld sozusagen. Das ist, wie sie ist, ne? Leider kann ich ihr nicht aus dem Weg gehen, da wir an der Hochschule ähnliche Kurse haben und ich in einer kleinen Gruppe. Vier Personen, manchmal auch nur wir beide zusammenarbeiten müssen. Ich würde zumindest vermeiden, dass ihr euch zu zweit trefft. Ne? Dann kann man ja sagen, nee, lass uns treffen, wenn die anderen auch können. Und dann gibt es halt dieses, ja, Grey Rock, also dass du sozusagen, da gibt es auch noch ein anderes Video zu, dass du, ja, also völlig sachlich mit ihr kommunizierst und jeglichen privaten Kontakt und Geflirte meidest. Was anderes kannst du da nicht machen, ne? Oder halt doch gucken, ob es wirklich diese Kleingruppe sein muss. Ich gehe in der Situation langsam kaputt und habe keine Ahnung, ob ich um die Beziehung kämpfen soll. Ja, ich finde nicht, aber ist deine Entscheidung. Oder den Studienplatz wechsle. Gut, ich meine, ich kann es ja immer verstehen, wenn man aus diesen Sachen raus möchte irgendwie, aber also erstmal ist dein Problem nicht gelöst. Also was du jetzt damit zu tun hast, in deiner Psyche, nur weil du den Studienplatz wechselst, ne? Und dann wird diese Kleingruppe ja endlich sein, sag ich mal. Und also wegen der viermonatigen Beziehung, ich meine, wenn du da wirklich sauber jetzt mit umgehst, dann kannst du da in 2 Monaten echt drüber weg sein, ne? Weißt du, kannst ja auch mal jemand anders daten und also deswegen Studienplatz wechseln würde ich jetzt, würde es ihr, glaube ich, zu viel Wertigkeit, also natürlich sind wir als Mensch alle gleich wert, aber zu viel Wertigkeit in dieser Funktion geben, glaube ich. Denn klar komme ich so nicht. Ja, also ich würde dir wirklich raten, arbeite an deinem Liebeskummer, guck mal diesen Liebeskummerkurs und auch Umprogrammierung des Liebeschips, wäre sicherlich auch gute Geschichte für dich. Versuch mal zu erforschen, was da eigentlich abgeht bei dir. Nutz die Tools, die es da gibt. Und ja, und verhalte dich mal wirklich absolut konsequent, ne? Also egal, in welche Konsequenz du dich jetzt entscheidest. Und also ich meine, ich will dir da jetzt nichts unterstellen, aber werd nicht Teil eines Spielchens. So. Gut, ich kann nicht der Einzige sein, dem es so geht. Nee, das ist mit Sicherheit. Nicht und aber guck nicht so viel auf sie, guck drauf, was du brauchst. Was für eine Art Frau du brauchst, was du in einer Beziehung brauchst. Ja, da würde ich drauf gucken. Ja, in diesem Sinne, ich denke, wir werden uns bald wiedersehen. Nochmal kurz am Ende hier danke an diejenigen, die gestern da waren auf der Buchmesse. Das war total cool. Für mich echt auch eine spannende Erfahrung. Ich war da noch nie und war echt mega, mega viel los. Und ja, empfehlt mein Buch gern weiter. Nächstes Jahr will ich in dem großen Pavillon sein, wo jetzt meine liebe Kollegin war. Und ja, wir werden uns bald wieder.